Rechnung. Mai 1974. Oh, das Geburtsdatum passt nicht zu den Kundendaten, die ich über die Rufnummer gefunden habe. Bitte nennen Sie es noch einmal. 17. Mai 1974. Vielen Dank. Ich schaue kurz nach. Sechseinhalb Stunden später. 2000 Jahre später. Jetzt sitze ich wieder bestimmt 18 Minuten im Tunnel. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Aber geile Mucke haben die. Ja, wenn du das eine Viertelstunde hörst, geht's ja mal tierisch auf die Eier. Wiederholt sich das? Ja. Hat sich das schon wiederholt? Ja. Echt? Ja. Boah, das kenne ich von der Telefonseelsorge als Jugendlicher. Hey, da habe ich auch schon angerufen. Da habe ich auch mal angerufen und nachts lag ich da in der Warteschleife bis morgens. Ich habe die ganze Zeit immer das gleiche Lied gehört. Das hat sich dauernd wiederholt. So. Ja, läuft bei uns auf der Arbeit nicht anders ab. Boah, das... Wir haben andauernd drei Lieder, die wirklich die ganze Zeit in der Dauerschleife. Diese drei Lieder. Ey, ohne Scheiß, ich stehe da irgendwann. I got some questions. Love and marriage. Love and marriage. Die ganze Zeit. Go together like a horse and carry this. I tell you. Anonym, was singst du für lieblich Melodei? Aus deinem Munde? Munde! Ich habe eine Musikelli-Seite noch. Ja. Sonja möge! International. Aber die kann ich ja umändern. Dann heißt es nicht mehr Musikelli, sondern mache es verdammt nochmal Musik, ich was höre. Aber Musikelli heißt nicht Musikelli, sondern was? Musikelli erst nicht mehr Musikelli? Nein, das heißt jetzt TikTok. TikTok? Deswegen kommen doch auch keine Leute rein. TikTok, TikTok. Echt? Ja. Das heißt wirklich TikTok, ja. Ach, deswegen. Wurde aufgekauft, glaube ich. Deswegen verirrt sich auch keiner auf meine Musikelli-Seite. Das ist ja mies, ey, die Schweine. Da muss ich das ja umändern. Also kommt demnächst nicht mehr zu Musikelli, sondern zu TikTok? TikTok. TikTok, yeah. Oh, aber meinst du, ich frag mir hier hinten, ich spreche, das ist eure Limos Garten. Du bist auf dem Video. Man sieht dich. Man sieht dich. Hallo! Ey, wie war das? Sonja möge, aber halt dein Maul. Oder im ich komm nicht ins Sam rein. Ja, ich flieg die ganze Zeit runter. Ja, vielleicht ist gerade ein anderes auf Sam drauf. Und Sonja ist total stinkig. Totaler Insider-Humor. Genau, Gerhard. Hört auf zu lachen. Aber es ging nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Selbst das Telefonat hat mitgelacht. Da ist aber viel los, ne? Irgendwo davon. Ich liebe diese Betriebe.
Chicken, klingt voll lecker. Und das Lied ist noch gar nicht fertig. Das ist die ganze Zeit schon fertig, oder? Aber ich, das kommt mir nicht bekannt vor. Nee, mir auch nicht. Also ich meine jetzt diese Stelle kommt mir nicht bekannt vor. Das Lied ist irgendwie das gleiche, aber... Cause I got some questions that you got the answer to. In our neighborhood. Das war eben zum Beispiel nicht das ruhige... Doch. Ja? Hat jetzt Musik besser. Yeah! Ist aber geil, ja. Nee! Fällt aber gar nicht auf. What is my name? What is my name? Lecker? Nicht so lecker. Lecker! Nicht so lecker! Gestört, aber geil. Oh na na, what is my name? Oh na na, what is my name? What is my name? What is my name? I'm going to sing what is my name. Oh na na, what is my name? Oh na na, what is my name? Nah. Ja, noch mehr so gestörte Scheiße findet ihr in gestört, aber geil. Hey Sonja, ich mache hier gerade voll die Schleichwerbung, weil mir die Musik... Das ist die lustigste Seite auf ganz VK. Das ist die beste. Die aller Amamakuyen beste. Oh. Schönen guten Tag, mein Name ist das ist mir einfach zu blöd. Ich krieg keine Leistung und soll bezahlen. Also ich gehe auch nicht zum Metzger, hol mir ein Pfund Fleisch und gehe mit nichts nach Hause, ja? So, und dann hieß das, dann müssen wir einfach gucken, wie sie das machen. Ich sage, wieso? Ich sage, soll ich mir einen Hamster ich hier nebenstellen, der die Leitung macht, ja? Und dann haben wir gewechselt nach Vodafone. Da habe ich zumindest Leitung, die kommt zwar nur tröpfchenweise hier an, ja? Aber besser als vorher, muss man sagen. Aber... Ich habe die direkt im Vodafone-Shop gekauft. Damals. Ich glaube ja. Also ich habe noch nicht mal einen Balken gehabt. Der war noch nicht mal zu erahnen. Noch nicht mal mit vielen Gebeten. Nichts zu machen. Das ist wie so ein Schwangerschaftstest, ja, ein bisschen schwanger oder nicht. Das gibt es beim Prepaid-Karte überhaupt nicht. Da ist kontinuierlich nichts. Also. Ich versuche gerade im Internet mal zu schauen, ob bei ihm irgendwie eine Handelsweise, was für Netzwerke irgendwie vorhanden ist oder so. Weil wenn das ja schon mit ID-Talk nicht klappt, oder. Ja. Das sind mehr Funklöcher als normal. Oben auf dem Berg, also die Aussicht ist wunderschön, ja, aber dafür muss man eben auf alles andere verzichten. Oh Gott. Ja. Aber ich hätte jetzt echt ein wunderschönes Angebot gemacht, was dieses Interesse da hat, ja schon hier kommt, die Kunden überhaupt lernen, ne? Ja, ich hätte es auch gerne angenommen, aber ich glaube, da wären wir keine Freunde. Ach, das ist schade. Das ist ja. Ich hätte es mir gewünscht, ne? Sehen Sie? Ich würde es mir auch mal wünschen, wenn ich hier eine stabile Leitung hätte. Ja, aber oben in den Bergen ist es immer so ein bisschen schwierig, ne? Dann ja. Da weiß ich immer, wo du einen Kran einzuführen, um diesen Mast aufzustellen, ne? Also man hat uns ja jetzt angeboten, Glasfaser. Ja, ich frage mich nur, was da bringen soll. Also. Glasfaser würde schon etwas bringen, ne? Dementsprechend wäre die Leitung meistens auch viel zu groß wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke mal, anstatt ein Hamster habe ich ja eine Ratte da drin oder so. Also. Ich komme von einer 100.000er Leitung, die ich in der Stadt hatte, jetzt auf vielleicht mal 2.000 oder 3.000, wenn es gut läuft. Ja, sie können wirklich gucken, wie die Leitung in meine WLAN-Box reingeht und sich denn hier verteilt.
genau, dann brauche ich von Ihnen noch die Nummer, also die Telefonnummer. Richtig. Ja. Genau, das ist die 0800. 0800, ja. 172. Ja. 0151. Love and marriage go together like a horse and cow.